Mimiu, meine Freunde. So, jeder normale Mensch schläft 8 Stunden am Tag, damit er am nächsten Tag ausgeruht ist. Ich um 3 Uhr nachts. Ich brauche keinen Schlaf, ich brauche Diamanten. Ja, ohne Witze, das ist bei Minecraft auch immer so, Alter. Dieses Diamantenfarm, Alter, das dauert einfach immer viel zu lange. Ja, ich würde sagen 6 bis 7 von 10, weil das ist einfach absolut relatable. So hat es also geendet. Ich musste das erstmal raffen. Boah, Digga. Oh, okay. Das ist echt kreativ, Alter. Ja, okay, das kriegt auf jeden Fall eine 8 von 10, weil mein Bruder, meine Mutter, ich, der eigentlich schuld war. Ja, sowas von, Alter. Sowas von. Das ist aber jedes Mal so, Alter. Wirklich Mutter, vor allem Philipp Amthor, Alter. Das ist auf jeden Fall so eine, ja, 7 bis 8 von 10 Safecoin. Magier, nimm irgendeine Karte. Egal welche. Ich nehme die Kreditkarte und renne weg. Magier. Digga. Der Magier muss sich auch nur vor Arsch vorkommen, Alter. Was ein Hammer-Typ. Das ist auf jeden Fall eine 10 von 10, Alter, weil das... Das ist auf jeden Fall sick, Alter. For real. Normaler Arbeitstag. Erstmal frühstücken, dann 3 Kaffee, danach auf Klo, 5 Stunden am Handy zocken, Feierabend. Was ist denn das für ein nicer Arbeitstag, Alter? Nebenbei Pokémon Go. Safe, 6 bis 7 von 10. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ich groß bin, will ich mal ein Drache werden. Du kannst kein Drache sein, Chef. 40 Jahre später. Der hat gebraucht, Alter, aber Smog, Alter, ist geboren mit Jeff Bezos. Das ist auf jeden Fall eine 6 bis 7 von 10, absolut. Wasch eure Hände, Leute, sie kommen. Coronavirus. Ich kann meine Hände nicht waschen, ich kann sie nicht waschen. Wasch deine Hände, Rex. Ich komme nicht ran. Ihr müsst mir helfen. Ja, okay. Das fühle ich tatsächlich nicht so. Nee, nicht so geil. Eine 2 von 10 fühle ich nicht so. Offensichtlich sind sie ziemlich stark alkoholisiert. Wohin soll es denn gehen? Zu dem Vortrag über die Übel des Alkohols und Glücksspiels. Um 5 Uhr morgens. Jo, wer soll denn jetzt noch wach sein, um nur für sie einen Vortrag zu machen? Meine Frau. Ja, Digga. Fühle ich, Alter, absolut. 6 bis 7 von 10. Er ignoriert mich immer, wenn er dieses doofe Spiel spielt. Sie versteht nicht, dass es ein Multiplayer ist. Warum pausieren sie das Spiel nicht? Der Boomer-Psychologe ist am Start, Alter. Digga, nice, Alter. 6 bis 7 von 10. Ey, Chuck, wie viele Liegestütze schaffst du so? Alle. Oh, ich sag, Nordoswitze sind auch die sixten, Alter. Das ist wirklich eine 8 bis 9 von 10. Safe-Call. Polizeikontrolle. Stellen Sie den Motor ab. Wohin? Motor aus. Hat er gebissen? Sind Sie betrunken? Sie nicht. Oh, das macht irgendwie gar keinen Sinn, Alter. Ja, das ist nur eine 3 von 10, weil das fühle ich nicht so. Das alles hier wird auf Twitch gestreamt. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 19 Uhr folgen diese Streams. Schaltet gerne rein. Vater, oh, es sieht aus, als hätte jemand... Dad, bitte nicht. Vater, den Fokus verloren. Oh, Digga. Nee, Alter. Digga, der Stilz war absolut schlecht, Digga. 4 von 10. Ja, weiter. Marc, es ist aus. Ich lasse mich scheiden. Wie wäre es mit nur einer 30-Tage-Sperre? Ja, der Facebook-Nerd ist mal wieder am Start, Alter. Aber nicht so das Fühlbare dahinter. So eine 4 bis 5 von 10. Nicht so geil. Ein Ort, an dem noch nie ein Kamerateam gewesen ist. Kamerateam, hier ist Galileo. Ohne Witz, die kommen aber echt überall hin, ne? Galileo ist einfach ein Biest, Alter. Ja, das ist eine garantierte 8 von 10. Wenn du die falsche Tüte zur Einschulung mitgebracht hast. Also, wenn du in dem Alter eingeschult wirst, ja, ein bisschen spät, ne? Guck mal, was man bei ihm sagen muss, ist, er ist der Einzige, der wirklich an eine Tüte gedacht hat. Kann man nicht anders sagen. 10 von 10. Lehrer, worüber lachst du? Ich nichts, auch ich. Nähmaschine. Fühl ich nicht so. 1 von 10. Wirklich, leider nicht so gut. Bam, bam, Voldemort. Shut up and take my money. Voldemort, Digga. 10 von 10. Absolut, Digga. Absolut. Um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen, drückt auch gerne auf Abonnieren. Führerschein bitte. Hab ich vergessen. Zu Hause? Nee, zu machen. Ich merk schon. Aber nee, fühle ich nicht so. 3 von 10 leider nur. Ich brauche ein Mädchen wie dich in meinem Leben. Oh, danke. Ich hoffe, du findest sie. Lol. Uff, size. Large, Alter. Oh, Digga. Digga. Digga, das ist der Friendzone-Move over the top, Digga. Wirklich. Höher geht's nicht, Alter. 10 von 10. Heute haben wir echt wieder 10 von 10, Alter. Wirklich, for real. Medien. Videospiele führen zu Gewalt und Terror. Ich, nachdem ich Heyday gezockt habe. Aggressives Ernten. Das aggressive Ernten mache ich immer jeden Tag, Alter. Absolut. Das ist auf jeden Fall so eine 8 von 10. Ich mit 8. Der Eimer Kastanien, den ich im Dorf gesammelt habe. Meine Mutter. Vom Gesicht her könnte das auch voll gut passen, Alter. Eure Mutter ist halt ein bisschen haarig. Aber egal. Fühl ich. Hab damals auch immer voll gerne Kastanien gesammelt. 9 von 10. Absolut. Oh, Panzer des Sees. Was ist deine Weisheit? Das Gegenteil von Leergut ist voll schlecht. Lol. Digga, so habe ich das ja noch nie betrachtet. 9 von 10. Digga, der hat mir gerade die Augen geöffnet. Ich bin dein Vater. Okay, Boomer. Garantiert, Digga. 6 von 10. Absolut. OMG, wo ist das W? Deswegen besuchen wir die Erde nicht.
Das Ding ist, am Anfang habe ich das auch erstmal mich gefragt, aber dann habe ich mir das logisch erklärt. Die scheint auf jeden Fall so ein bisschen länger zu brauchen, um das zu checken. Ja, aber fühle ich auch nicht so krass, 5 von 10. Man kann es sich fragen. Also ich würde es nicht schlimm finden. Ich schalte die Konsole aus. Sie, warum hast du aufgehört zu spielen? Ich, weil es da etwas Besseres als meine Konsole gibt. Sie, oh, ich schalte mein PC an. Das war ja mal anders auseinandergenommen, Digga. Wirklich originell, Alter, 9 von 10. Fühl ich, Digga, fühl ich. Euer Lieblingsmeme mit dieser Episode? Ab damit unten in die Kommentare.